Multiply with the rooms upstairs. Mal 2 ist 16. Times 33 ist 528. Und dann plus 5 ist entweder 533, was mir nicht hilft, weil ich 4 Ziffern brauche. Oder ich mache die 5 vorne oder hinten hin. Also 5285 oder 5528. Das hat aber beides nicht funktioniert. Hi, hier ist Max und willkommen zurück zu Silent Hill 2. Ist jetzt ein paar Tage her, dass die letzte Folge auf YouTube war. Ich habe jetzt irgendwie eine Woche nicht spielen können, aber die Herbstferien haben angefangen. Ich bin nicht da in den Herbstferien, aber heute bin ich noch da. Deswegen kann ich heute ein bisschen zocken. Schauen wir mal, ob ich so ein, zwei Folgen vielleicht hinbekomme. Naja, also eine auf jeden Fall. Aber ob 2, das sehen wir mal. Wir sind hier rausgekommen, ne? Willkommen zurück zu den absolut uneindeutigen Zwischensequenzen, zum Wohl. Oi. Oi. Ich vergesse immer, dass ich es auf Japanisch gestellt habe. Seranaio. Kodomo ga konna toko de nani shiteru? Sa ne. Gyaku ni otona ga nani uro uro shiteru no yo. Na, Vollkantkriege, du. Ja, also. Was ist das für ein Brief? Nani o motteru? Omae nanka ni kankei nai. Motte? Irgendwas mit den Haaren bei der Auflösung stimmt irgendwie nicht. Aber na gut. Ich riskiere lieber, dass es ein bisschen komisch aussieht, als dass ich wieder ständig Abstürze habe, weil das. Tatsächlich, seit ich Raytracing ausgemacht habe, hatte ich keinen Absturz mehr. Also gehe ich mal davon aus, dass das. Das Problem ist. Und vor allem diese Spiegelungen sind doch trotzdem noch okay, oder? Also ja, gut, das ist irgendwie nicht ganz das, was oben ist, aber who cares? Hauptsache, es wirkt normal. Rosewater Park. Ja, dann schauen wir doch mal. Warum wollten wir da hin? Ach so, weil das unser Lieblingsort war. Also zumindest behauptete Mary das. James war nicht so richtig überzeugt. Beziehungsweise, er hatte es anscheinend vergessen. Rosewater Park. Ich liebe diese wordartige Schriftart, die auf diesem Schild drauf ist. Hm? Ja, hübsch. Oder auch nicht. Was haben wir hier? Kopflose Männer geben sich die Hand. Ice Cream! Nö. Doch nicht. Okay, gehen wir an den Pier. Mary! Was ist das? Mary. Sag mal, ich habe an den Einstellungen nichts geändert, aber seit dem neuen Hotfix sieht das irgendwie falsch aus. Was ist denn mit den Haaren passiert? Keine Ahnung.
顔も声もそっくりだ。私はね、マリアよ。Na, die Mucke ist geil. Yuren, Mieri, Don. Hora. Ne? Otto, Anna, konran stete. Ne? Doko ikku no? Ne, ich geh wieder nach Hause, ey. Shindan ja nein? Er ist so ein Loser irgendwie so. Ja, keine Ahnung, ich weiß eigentlich schon gar nicht mehr. Die Musik ist so weird. Das passt irgendwie gar nicht. Aber irgendwie passt es doch und das ist wahrscheinlich der Punkt an der ganzen Sache. Ja, danke für die Antwort, Baum. Nein. ist so, weiß ich nicht. Ich hab's vergessen. Ja, genau. Ich weiß eigentlich gar nichts mehr. Ich habe nichts umgestellt, aber es sieht irgendwie plötzlich... Es sah doch so scheiße nicht aus in der letzten Folge, oder? Das Bett. Ja, das ist so eine Verführungsthematik irgendwie. Ich zieh dich nur auf. Aber nachher zieh ich dich auch aus. Was? Ja, genau, schon sag mir doch einfach, was es ist. Ja, eigentlich hatte ich das vor. Du bist doch auch offensichtlich selber hierher gekommen. Weißt du, ich hatte voll die Probleme. Ich bin schon gestorben hier. Du ja offensichtlich nicht. Ich habe neulich nochmal Silent Hill, den Film, angeguckt und mir gedacht, boah, die Dialoge sind teilweise echt ganz schön schlecht. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir das so angucke, geben sie recht gut wieder, wie die Dialoge hier funktionieren. Es sind so völlig unnatürliche, auch natürlich ganz bewusst unnatürliche Dialoge. Aber ein bisschen auf den Sack geht's mir schon. Dieses, ich weiß nicht, kannst du mir nicht sagen, nein, lass alles ein Geheimnis sein. Ja, das ist irgendwie Sinn des Spiels, ich verstehe schon. Aber ich weiß nicht. Es ist auch so... Es ist so wahnsinnig schwierig, dem zuzugucken und nicht zu denken, boah, ey, kommt jetzt. Macht mal auch ein bisschen... Gebt mal ein bisschen Gas jetzt. Ne? Also du gehst voraus, sehe ich das richtig? Nein, ich will erst gucken. Ja, ich will erst gucken. Nee, hier geht nicht. Hier durch. Na dann, Bats. Sind wir wieder hier. So far from home. Was diese ganzen Zahlen sollen oder sind die quasi durchnummeriert, die Polaroids von 1 bis irgendwas? So als eine Art Collectible. Weil so verstreut, wie die hier liegen, gehören die nicht zu einem Rätsel. Das wäre sonst echt assi. Wir können hier hoch oder hier lang. Ich weiß es nicht.
この像は。ただの女性よ。何の罪もなく殺された。Opfer der Verfolgung durch Jennifer irgendwas Carol führte ein stolzes und ehrhaftes Leben, was hier geschah, wird nie vergessen werden. Jennifer Carol. Victim of persecution by the Christians. So sehe ich doch richtig, oder? Opfer der Verfolgung klingt natürlich ein bisschen nach Hexenverfolgung. Ja, ich brauche erstmal Medikamente aus der Kloschüssel. Super. Hier ist auch noch irgendwas. Mi Harchi. Nein, ich will über nichts reden. Am liebsten wäre es mir, du würdest mir einfach sagen, was jetzt Phase ist. Ihr seid in so einem Spiel, verstehe ich das im Prinzip schon, dass hier alles ganz besonders obskur sein soll. Aber tatsächlich frage ich mich, ob man das wirklich nur erreichen kann, indem im Prinzip alle Fragen über, hey, wer bist du, was soll das eigentlich, einfach ganz bewusst ignoriert oder gar nicht erst gestellt werden. Also ist das wirklich sinnvoll? Klar, wenn ich immer sozusagen um den heißen Brei herumrede, dann muss ich mich nie tatsächlich zu irgendwas äußern. Dann kann ich einfach immer so weitermachen. Sagen, ah, ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, ich bin nicht sicher, da war irgendwas. Und klar, es beruht alles auf ganz bewusster mangelnder Kommunikation. Aber es ist teilweise auch eine völlig unglaubwürdige mangelnde Kommunikation. Und das, finde ich, macht es auch so anstrengend dann. Und nimmt, finde ich, auch ein bisschen an der emotionalen oder vielleicht auch psychologischen Spannung was weg. Ne, weil ich kann mich ja jetzt mit nichts mehr identifizieren, wenn keiner eigentlich weiß, was er ist und was er machen soll. Also er ist in der 107. Ich nehme mal stark an, dass die 107 nicht der Code ist. Nope. Also, 101, 102, 103. Ja? Weil ich aggressiv bin! So, hast du das nicht gehört? Klingt jetzt wie Diablo, Tristram. Gemütlich. Das hier. Das hier findest du gemütlich, also. Entschuldige, aber aktuell habe ich überhaupt keine Monster gesehen. Das einzige Monster hier bin ich. Ich hab dich erschreckt. Du weißt doch jetzt seit locker 5 Räumen, dass ich alles kaputt mache. So. Ist wieder Medikamente im Klo? Nein. Ah, wir können das hier aufbrechen.
Aha. Noch mehr Medikamente. Ich werde also wieder gut ausgerüstet. Feels like we're stuck. She says it's gonna be fine, but the math don't lie. The numbers are all there. All rooms need to be refurnished. Then we gotta multiply that by the cost of labor. Then there's the plumbing in the rooms upstairs. I swear there are times when I just wanna give up. I'm not 33 anymore. If we can make it all add up, maybe there's hope for us? Hallo? For the five of us. Huh? XXXX. Okay, heben wir mal auf. Werden wir sicherlich brauchen. Die Sanitäranlagen in den oberen Zimmern. Nee. Keine Ahnung, es sieht im Prinzip nicht so anders aus wie das, was du jetzt schon anhast. Also das ist die 108, das ist die 107. Aha. James, hört auf mit mir zu reden, ich speichere gerade. Und ja, es ist alles in Ordnung. Ja, ich habe nur gerade gespeichert. Ich habe meinen Gamsaft benutzt. So, wie viel brauche ich denn? 1, 2, 3, 4. Okay, es ist ein vierstelliger Code, den ich brauche. I'm fixing the pipes at 107. Also, all rooms need to be refurnished. Das heißt, wir zählen jetzt, wie viele Räume es gibt. Then we gotta multiply that by the cost of labor. And there's the plumbing in the rooms upstairs. I swear there are times when I just wanna give up. I'm not 33. Okay, also all rooms multiply with rooms upstairs times 33, was irgendwie aber auch multiply ist, oder? Also times 33, add 5. Dann zählen wir jetzt mal die Räume. Die Frage ist, zählen wir die Anzahl der Räume? Oder die Zahlen im Prinzip der Räume. Aber wenn ich irgendwann mal 33 nehmen muss, zähle ich, glaube ich, zähle ich die Räume. Ich probiere mal das. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das gibt Sinn von 101 bis 108. Das heißt, 8 mal 2... Calculator. 8 mal 2 ist 16. Mal 33 sind 528. Plus 5. No. Das sind 533. Ich habe eine neue Tastatur. Und in meinem Nummernpad ist auch ein... Da... Taschenrechner. After an, okay.
Dann sagen wir 101 plus 102 sind also 203. 306. 410. 515. 621. 728, 836. Mal 2, das ist die Anzahl der Räume upstairs. Times 33, aber das ist wieder, das ist, wird dann viel zu viel. Naja. Oder add 5 heißt in dem Fall nicht plus 5, sondern macht die 5 dazu als Ziffer. Das können wir natürlich auch machen. Dann hätten wir 8 Räume mal 2 oben mal 33, also 5, 2, 8. Und dann machen wir da noch eine 5 dazu. Das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Nope. Oder die 5 vorne. Nein. Ich gehe stark davon aus, dass nur die fettgedruckten Sachen relevant sind. Weil multiply by the cost of labor, was soll ich da rechnen? Ich meine, klar, das ganze Ding ist ein Room. Da ist aber noch ein Bad drin, gilt dann quasi jedes als zwei Rooms. Das könnte man vielleicht auch so sehen. Also meine Logik war halt einfach, das zu zählen. Aber dann komme ich nicht hin. All rooms, wir haben 8 Räume. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Multiply with the rooms upstairs. Mal 2. Ist 16. Times 33. Ist 528. Und dann plus 5. Ist entweder 533. Was mir nicht hilft, weil ich 4 Ziffern brauche. Oder ich mache die 5 vorne oder hinten hin. Also 5, 2, 8, 5 oder 5, 5, 2, 8. Das hat aber beides nicht funktioniert. Das heißt, die Logik geht nicht. Wenn ich die Raumnummern wirklich addiere, ja, also die 101 plus die 102 und so weiter, dann komme ich auf 836 mal Rooms Upstairs. Das wäre noch eine Idee. Sind wir bei 1672. Aber dann jetzt mal 33, die wäre 55.000. Und dann add 5, ist ja auch egal, weil dann wäre ich bei 55.181. Aber das sind zu viele Ziffern und da ist es auch kein Teil davon. Multiplizieren oberen Zimmern mal 33 plus 5. Also sie haben das schon so übersetzt, wie ich es denke. Oder, das ist vielleicht anders zu lesen. Weil Multiply und Times ist ja irgendwie schon das Gleiche, oder? Aber vielleicht machen wir es so. All Rooms sind 8. Beziehungsweise es sind nicht 8. Ich nehme alle Räume, aber vervielfache die Räume oben. Also vielleicht verdopple. Ich probiere es einfach mal. Dann habe ich nicht 8 Räume, sondern 10, weil ich die oben doppelt zähle. Mal 33. Dann hätten wir 330. Und dann kann ich da eine 5 vorne oder hinten dran machen. Das ist jetzt... Das andere, was mir noch einfällt.
Also 3305. Nope. Oder 5330. Das nervt. Oder 1234. Oder Do Not Disturb zähle ich nicht mit. Aber das ist doch alles Quatsch. Ich glaube, dass ich den ganzen Rest eigentlich vergessen darf. Refurnished. Cost of Labor, Plumbing. Das sind alles sinnlose Informationen. Das sind jetzt die Zeiten, wo ich mich frage, ob ich einfach nachschaue. Ich habe die Rätsel natürlich auf hart gestellt. Und bisher hat es sehr gut geklappt. Auch das mit diesen Rätselfersen ließ sich ja letztendlich lösen. Die Sache ist, dass ich sehr sicher bin, dass ich verstehe, was ich tun soll. Ja, die großgeschriebenen Sachen sind im Prinzip die Zahlen und Anweisungen. Ja, die Zahlen sind da. Und Math don't lie. Das heißt, all rooms ist eine Zahl, multiply ist eine Rechenoperation. Rooms upstairs ist eine Zahl, times ist eine Rechenoperation. Okay, was mit Punkt vor Strich? Was ist, wenn ich es einfach aufschreibe? Ändert das was? All rooms wäre 8 mal 2 mal 33 plus 5. Ändert aber in dem Sinne nichts, oder? Weil weil wir ja sowieso die Punkte vorne haben. Das ist halt tatsächlich egal dann hier. Das heißt, es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder meine Rechenoperation, die ich mache, ist falsch. Oder die Zahlen sind falsch. Bei den Zahlen bin ich mir nicht sicher, was falsch sein kann. Ich habe 8 Räume. Oder wahlweise die Nummern der Räume. Ich habe aber beides ja gemacht. 33 und 5 sind schon gegebene Zahlen. 101 oder ist hier irgendwas anders? 102, 103. Das sind ja schon, da ist ja nichts ausgelassen. 104, 105, 106. Ja, die einzige Zahl, die unklar ist, das ist die, die hier steht. Das ist aber in dem Fall die 107, weil das die 108 ist. Also sehe ich nicht, was ich in dem Fall anders machen kann. Ich habe keine weiteren Infos. Ja, keine weiteren Blätter mit anderen Zahlen drauf. Eigentlich müsste ich alles haben. Bei dem Versrätsel finde ich es okay, weil das ist ja bewusst auch obskur. Aber ich finde es hier eigentlich von der Idee nicht obskur. Ich finde es einfach nur, dass es nicht funktioniert. Die haben einen anderen Zettel. Warum? Hä? Die haben hier einen anderen Zettel in der Lösung. Auch im Remake. What? Ah, das ist kein... Ah, okay, das ist der andere Schwierigkeitsgrad. Deswegen haben die einen anderen Zettel. Okay, lese es vor. From the clue, the answer to solving the Jack's in Motel safe code is to decipher all the words that are in all caps. So, all rooms is 8. Ja. Rooms upstairs is 2. Ja, 33 is 33 and 5 is 5. To get the correct safe code, multiply 8 by 2. Ja. Then multiply its product by 33 and then add 5. The total would be 533. Das habe ich hier auf meinem Zettel stehen. Thus the correct total
And Jack's in safe code would be 0533. Weil man die 0 dann jetzt einfach ergänzt. Okay. Fair mit Anführungsstrichen. Also die Rechnung war korrekt. Mir fehlt eins. Und wenn ich im Prinzip die 533 in einem Codeformat darstelle, das vierziffrig sein muss, kann ich die 0 davor setzen. Wow, wow, wow. Aber ein bisschen scheiße ist es trotzdem. Sorry. 533 hatte ich hier aufgeschrieben, ja. Ich fand Add 5 quasi als Ziffer hinzufügen, fand ich irgendwie naheliegender. Ja, logischerweise, ich habe es ja auch gemacht. Hier waren... Ach, deswegen kamen wir nicht rüber. Ich hatte mich schon gefragt, warum müssen wir denn durchs Hotel gehen? Das hatte ich gar nicht gesehen. Nein, 0 davor. Na ja, gut. Wenn ihr meint. Was haben wir hier? Ist das quasi, ist das Wachs verschüttetes oder Vogelscheiße? Ja, was gibt's? Nein, ich war nur so sauer, dass du das scheiß Rätsel nicht schnell gelöst hast. Bella Baldwin. Es sieht so ein bisschen arg abgesperrt aus. Also nicht sehr wirklich, nicht einladend. Naja, scheiß drauf. Weißt du, bisher reden wir nur über den heißen Brei und jetzt auf einmal wirst du beinahe konkret. Bei irgendwas, was gerade noch völlig wurscht ist. Wohin wollten wir eigentlich? Hat keiner gesagt, wohin wir wollten. Da rattert ein Generator. Oder irgendwas in der Art. Oder ein Motor zumindest. So, hier ist auch zu. Überall ist dicht. Ist euch mal aufgefallen, dass dieses Silent Hill grob nicht dem entspricht, das ihr kennt oder kanntet? Ist ja nicht die erste Schlucht in die Unterwelt, die uns begegnet ist. Aber wenn du mir sagst, wo wir eigentlich hinwollen, finde ich auf meiner Karte vielleicht einen anderen Weg. Ups. Der Sturm kommt wieder. Oh, und hinter euch. Habe ich eine neue Nahkampfwaffe? James. Ja. Warum? Das Brett war doch gut. Es ist kalt und fühlt sich glatt an. Ja, ja, guck mal, da vorne kommt einer. Ja, hau ruhig ab. So. Okay.
unten. Hier ist auch noch einer. Hier ist noch einer. Und zack. 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 Keine Ahnung. Gehen wir mal hier lang. Vielleicht führt aber auch beides auf dieselbe Straße. Ja, führt, glaube ich, beides auf dieselbe Straße. Okay, gut. Also. Wir hatten selten so eine offene Passage. Ist auch mal was. Mir gefällt auf jeden Fall das Rohr. Da ist irgendwo, ich höre noch einen. Was ist hier? Wo? Oh, ich sehe nicht. Ah! Hey, hier, hier, hier. Komm her, komm her. Aber mit Treppen hat das nicht so. Egal. So, so. Oh, was für dich? Okay, hier war ich aber auch. Hier war ich vorhin auch schon. Okay, also dann doch in die andere Richtung. Es gibt im Prinzip verschiedene Wege. Aber da ich ja keine. Hey, sag mal. Da ich ja keine Erfahrungspunkte fürs Schlechtern kriege, bringt das ja eigentlich gar nichts. Ne, genau, das war da, wo ich auch hätte hingehen können. So. So, hier. Da drüben was. Oh, da ist einer. Komm, komm. Nein, 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 komm. Nein, du hältst dein Maul jetzt. Nein, 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 nein. Ja, verdammt. Ja, und was ist hier? Ein Brett, okay. Ich glaube, wir sind in Sicherheit. Woher willst du denn das wissen? Weil der Sturm sich jetzt gelegt hat. Na gut. Okay, das ist eine Action-Passage, die ist mal okay. Ja, es bringt so ein bisschen Wumms rein. Aber es war halt auch super einfach. Und ich weiß nicht, ob es auf schwer so viel schwieriger gewesen wäre. Ich habe halt nur keinen Bock, 1000 Mal drauf zu ballern, nur damit die Gegner sterben. Mm. You're my butterfly, sugar, baby. Kannst du das auch einfach weniger auffällig hervorholen? This is our special place. How did you know that? Bitte Hände waschen nachher. Okay, ist das eine Bar? Ein Zapfhahn auf jeden Fall mal. Das ist eine Küche. Ja. Du Menus, was soll denn das? Stage Door. Okay, also irgendwie eine Art Musikclub vielleicht. Das ist Backstage. Ready to kill it! Hm?
immerhin sind wir wieder gut ausgerüstet. Also dafür, dass hier eigentlich Lichter an sind. Paradise. Ah, ein Stripclub. Und das ist unser besonderer Ort? Na ja, gut. Ja, wie gesagt, Hände waschen bitte nicht vergessen. Mario. Gut, diese Verführungsthematik hatten wir ja schon am Pier. Hm? Ich meine, es verdeutlicht doch auch irgendwie sowas wie Fremdgehen, oder? Wie gesagt, ich habe die Story von Silent Hill 2 nicht mehr richtig im Kopf, was da gelaufen ist. Irgendwie, sie war doch krank und man hat sie irgendwie zurückgelassen oder so. Aber das soll doch hier schon irgendwie sowas wie Fremdgehen, untreu sein, irgendwie andeuten, oder? Ja, können wir machen. Anscheinend ist ja hier zumindest Strom, im Gegensatz zu den ganzen anderen Kackdingern, wo wir bisher waren. Ach komm, du hast 3 Jahre gebraucht, hm? Heavens Night. Ja, gut, ich meine, wir haben halt vorhin 1000 Untote umgebracht, aber na gut, ist kein Problem. Die lebendig geworden mit Mannequins, damit komme ich klar. Nee, du bist nicht verrückt. Du bist einfach nur der totale Langweiler. Diese ewig langen Pausen auch zwischen den Sahnes. Ja. Hier hast du Gläser. Was mache ich mit Gläsern? Ich weiß nicht, was Gläser sind. So, 2 Finger breit, nicht schlecht. Ja, direkt. Weil die Flüssigkeit nicht schlecht aussieht. Das können sie inzwischen einigermaßen gut. Deine Haare klippen durch dein Gesicht. Ah, James. Verloren und gefunden. Nächsten Speicherpunkt wäre mal ein Päuschen. Ah! Hier machen wir ein Päuschen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich mal einen Daumen nach oben oder einen Kommentar freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von Silent Hill 2. Bye, bye. Hinter den Hügeln ist es so still.
into.